Hier seht ihr es, Eisenbahn Exe Professional in der Version 11. Und nun folgt hier das Vorstellungsvideo von meinerseits zu EP11. Ich begrüße euch erstmal im neuen Startmenü. Und ja, wie wir sehen, hat sich hier nicht viel verändert. Wir haben hier immer noch rechts die Buttons, die wir aus EP10 kennen. Wir haben hier eine neue Anlage. Hier die letzte Anlage laden. Beim ersten Start ist es die Demo-Anlage. Dann eine Anlage aus einem Ordner ausladen. Die Modelle scannen können wir jetzt hier direkt, was eine sehr gute Funktion ist. Das Handbuch aufrufen, direkt in den EEP-Shop switchen und das Programm ganz normal beenden. Ich möchte euch EEP11 ein bisschen zeigen in diesem Video, unter anderem auch noch Plugin 1 und 2 aus EEP10. Kurz mal das zeigen und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, öffnen eine neue Anlage. Wir können hier wie gewohnt den Texturuntergrund auswählen. Die Breite, die Länge und die Rasterdichte. Ich mache das jetzt ganz normal mit einer kleinen Anlage ohne Motiv. Wie man sieht, lädt das auch sehr schnell. Hier, das können wir ziemlich aus EEP10. Hier hat sich nicht allzu viel verändert. Aber na gut. So, wenn wir mal ganz oben bei den Gleisstilen anfangen und hier den Ordner erstmal zumachen, sehen wir also, wenn wir jetzt hier das auswählen, den Pfeil, haben wir jetzt hier schon mal die neuen Kategorien. Wir können hier jetzt noch Gleise sortieren, nach Bahnsteige, nach Tunnel, nach Oberleitungen und nach Sonstiges. Was eine sehr gute neue Funktion ist, meiner Meinung nach. An dem blinkenden schwarzen Fenster lasst euch nicht stören, das liegt an meinen Nivida Grafikeinstellungen. Das muss ich nochmal überarbeiten. So, das gleiche ziemlich finden wir jetzt auch hier. Wir haben jetzt überall ein bisschen neu sortierte Ordner. Also bei den Straßen haben wir jetzt zum Beispiel auch Straßen, Fahrwege, Tunnel und sonstiges. Und ja, ansonsten hat sich hier in den Kategorien nicht viel getan. Hier haben wir wieder die Omegas. In den Immobilien gibt es ein bisschen was Neues. Wir haben jetzt unter Ausstattung hier das Ganze ein bisschen genauer sortiert. Auch noch Flocken, dass die nicht immer irgendwo rumflocken. Und unter Sonstiges finden wir halt alle Modelle, die nicht irgendwo einsortiert wurden oder keine passende Kategorie verfügbar ist. Ja, genauso ist es mit dem Verkehr und so weiter. Also am Schluss finden wir dann immer Sonstiges, egal wo. Und das wurde einfach auch ein bisschen alles angepasst zum Sortieren. Ja, dann die Landschaftselemente finden wir wieder. Hier hat sich eigentlich nichts getan oder fast nichts. Auch war halt wieder die Sortierung. Zum Beispiel jetzt hier den Mais wurde unter Sonstiges gesetzt. Oder Gräser können wir jetzt auch wieder sortieren. Ansonsten ganz gleich. Ja, hier die Höhengestaltung. In den Signalen hat sich auch was in den Ordnern getan, aber zum Vorteil, wir können hier jetzt nach Hauptsignale sortieren, was sehr gut ist, und auch Vorsignale, Rangiersignale, Bahnübergänge, nach Ampeln, Straßenbahnsignalen, Signaltafeln und wieder nach Sonstiges. Hier finden wir dann zum Beispiel die Anlagensteuerung oder ein DKW-Signal, wie nochmal eine Straßenbahnampel. Ja, dann kommen wir hier zur Güterverladung. Das kennt man eigentlich so. Die Güterverladung und so weiter wurde ja sehr verbessert in EP11. Das werde ich euch dann gleich noch zeigen, wo ihr das findet. Ansonsten haben wir hier wieder die Wasserwege. Hier können wir jetzt auch sortieren nach sonstigen Splines, Oberleitungen, Hecken, Wasser und so weiter. Genau das hier haben wir jetzt die Steuerstrecken wieder. Also was man schon aus Plugin 1 kennt. Für die Gleissteuerung, das zeige ich euch mal schnell. Also wir legen uns jetzt hier einfach mal ein paar Gleise. Genaueres hatte ich ja mal ein Video gemacht in EEP 10 zu Plugin 1 und wir könnten jetzt hier dann, also hier im Optionsmenü hat sich eigentlich nichts getan, wir könnten jetzt hier in den Steuerstrecken wieder eine Fahrstraße erstellen mit Start- und
Zielpunkt, die sie dann verbinden. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr euch in meinem Vorstellungsvideo zu Plugin 1 anschauen. Das werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Als weitere Neuerung aus Plugin 1 finden wir hier unter Extras den Eigenschaften Explorer. Den hatte ich euch auch in dem Vorstellungsvideo mal zu Plugin 1 gezeigt, zu EP10. Das läuft unter irgendeiner Tutorial-Nummer. Ich weiß aber jetzt nicht unter welcher. Jetzt bekomme ich hier gerade irgendeine Fehlermeldung. Okay, ja, ich muss natürlich die Ressourcen noch inpacken, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann könnten wir halt hier einstellen, die Extras, ein paar Gewicht, Logdaten und so weiter. Was auch aus Plugin 1 stammt. Und ja, wir könnten jetzt hier... Irgendwo kann ich hier meine Ressourcen wieder inpacken. Genau, also die müsste ich jetzt hier inpacken, Extrator. Und dann, das mache ich jetzt hier nicht an der Aufnahme, weil das dauert wenig, aber dann könnte ich das nutzen. Als weitere Funktion der Neuigkeit komme ich erstmal ins 3D-Fenster und zeige euch erstmal noch hier, wir haben auch die Skalierung wieder an Bord aus Plugin 1 von EP10. Wie man sieht, funktioniert das auch fehlerfrei. Ja. Dann kommen wir auch zu Plugin 2. Wir haben hier unter Extras, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, das neue Wizard. Ich habe mich selbst noch nicht mit dem Wizard beschäftigt. Wir können hier einen Aufruf des Wizards starten, irgendwie einen Bahnübergang anlegen und so weiter. Ich kenne mich aber leider mit diesen ganzen Wizard-Zeugs noch nicht aus, weil ich Plugin 2 für EP10 nicht hatte. Und hier kommen halt neue, das sind eben, wer es nicht kennt, neue Steuerungsmöglichkeiten. Und so weiter. Dazu gehört auch das Lua-Script. Hier können wir dann zum Beispiel ein Lua-Script für einen Bahnübergang erstellen. Ich versuche mich da einzuarbeiten und dann vielleicht eventuell für euch ein paar Tutorials dazu zu machen. Ja, was war im Plugin 2 noch neu? Das waren ja die Felder. Dürfte mich jetzt nicht fragen, wo ich die finde. Muss ich jetzt kurz mal suchen, die hatte ich nämlich noch nicht angeschaut. Muss ich mal kurz noch mal überlegen dann. Ansonsten kennen wir das hier, wir haben nur hier ein fünftes Symbol jetzt, darauf gehen wir gleich kurz mal ein. Wir haben hier jetzt wieder ganz normal, wenn wir hier einen Zug draufstellen, das kann ich mal machen. Wir können hier also wieder ganz normal nach Rollmaterial sortieren und einen Wagen auswählen, beispielsweise. Auch noch eine Lok dazu. Und diese dann wieder ganz normal, wie man es kennt, hier analog steuern oder mit einem weiteren Klick eine digitale Steuerung übernehmen, wie man es nennen möchte. Dann kommen wir hier auch zur neuen Funktion für Beladen und so weiter. Dazu hat Trent ein genaueres Video gemacht, wie das funktioniert. Ich werde mir das auch nochmal anschauen, wie das hier genau funktioniert. Da gibt es dazu vielleicht auch dann ein Tutorial von meiner Seite. Man kann hier also jetzt mit, ich glaube, 10 bis 15 Punkten festlegen, dann, wenn man hier so einen Kran hat, wenn ihr einen Container zum Beispiel hebt und auf einen Wagen ablädt, nach vorne die Achse schiebt und so weiter. Dazu verlinke ich euch aber das Video von Trent mal in der Videobeschreibung. Also das hier ist für Beladung von Gütern dann im Endeffekt. Hier haben wir dann die Kamerafunktion, die man so eigentlich kennt, aus allen EP-Versionen. Also hier können wir verschieden visieren, auch das Programm ganz groß machen, was wir auch mit F4 machen können. Dann kommen wir hier wieder zur Landschaftsgestaltung, ganz normal, wir können hier Texturen sprühen, Formen auswählen, verschiedene Texturen auswählen, die skalieren, mit Hilfe zu Plugin 1 und so weiter, wie man das eigentlich kennt. Und ja, Berge bauen, also das ist eigentlich ganz normal so, wie man es kennt, hier hat sich nichts verändert. So, was kann ich euch noch zeigen? Wir haben jetzt hier das Fenster, das war ja in EP10 immer mehr so. Man konnte das dann runterschieben. In EP11 ist und dann beim Neustart oder immer wieder war das dann in EP10 hier oben.
Das ist jetzt bei beiden Fenstern, die kann man verschieben, wie man will. Und bei einem Neustart oder bei einem Wechsel, diese Fenster bleiben immer gleich, so wie wir sie eingestellt haben. Standardmäßig ist es, glaube ich, so eingestellt bei der Installation. Und ich habe mir das jetzt zurechtgeschoben, dass ich hier gerade noch die Symbole erkennen kann. Und hier das Radarfenster in dieser Größe ungefähr habe. Das finde ich sehr gut, dass das jetzt in dieser Größe auch bleibt. Wir haben auch ein neues Ansichtmenü. Wenn wir hier jetzt auf Ansicht gehen, haben wir hier jetzt die Ansicht für 2D können wir auswählen. Wir können jetzt hier also unter Signalen extra die Landschaftselemente, Immobilien, Signale, alles extra ausblenden, wie wir das wollen. Das gleiche können wir auch hier in 3D. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel die Signale hier ausblenden. Oder die Fahrzeuge und Züge oder die Gleise. Und das war halt in EPC nur in einer Variante möglich und nicht extra für 2 und 3D. Hier kann man jetzt auch mehr auswählen, was ich sehr gut finde. Das gleiche funktioniert natürlich auch in 2D. Ich zeige es euch da mal schnell. Wir können das dann jetzt hier ausblenden. Ich sag mal jetzt den Gleiseditor. Und hier die Signale. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil wir keine Signale hier haben. Gleiseditor. Ich möchte jetzt eigentlich den Zug ausblenden. Kann ich jetzt das machen? Immobilien, Signale. Okay. Ah ja, genau. Okay, ich habe es, glaube ich, verstanden. Wir haben jetzt hier also die Kategorien, die wir hier auch haben. Und zwar in Ansichten für Signale, für Landschaft, für Immobilien, für Masse, Gleiseditor, Signal und so weiter. Und dann Unterkategorien. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Gleiseditor bin, genau, jetzt hat es übernommen, sind die Signale ausgeblendet. Wenn ich jetzt wieder auf Ansicht gehe, im Gleiseditor, möchte ich hier jetzt auch noch die Fahrzeuge ausblenden, verschwindet hier auch das Fahrzeug. Genauso geht es auch, wenn ich jetzt hier in die Landschaftselemente gehe, sind die alle wieder da. Wenn ich jetzt hier auch wieder auswähle, in diesem Fall Landschaftselemente, dann wieder Fahrzeuge und Züge ausblenden, dann sind die auch weg. Das finde ich sehr gut. Wir müssen allerdings nur beachten, dass dieses von EP gespeichert wird. Bei einem Neustart müsst ihr also alles wieder extra auswählen und auch kann man auch nicht zurücksetzen. Also alles, was ihr ausgeblendet habt, solltet ihr, wenn ihr es wieder braucht, einblenden. Sonst geht euch etwas ab. Ja, als weitere kleine Neuerung finden wir hier, wenn wir auf Datei gehen, den Punkt Werkseinstellungen. Hier können wir jetzt, wie der Punkt schon sagt, die Einstellungen von EIP auf Werk zurückstellen. Es werden also alle Dateien, Funktionen, Registrierung auf 0 zurückgestellt. So müssen wir EIP nicht öfters neu installieren, wie es viele bei einem Problem gemacht hatten. Ansonsten finden wir hier wieder die ganz normalen Einstellungen. Hier hat sich eigentlich soweit nichts getan. Wir haben hier wieder die ganz normalen Einstellungen. Hier ein EIP-Ergebnisfenster, das ist meiner Meinung nach neu, genau. Was man jetzt damit machen kann, weiß ich auch noch nicht. Es gibt es auf jeden Fall. Ja, Regenwasser aufwirbeln und so weiter, das kennen wir eigentlich alles. Hier können wir wieder Auto-Save anmachen. Genau. So, was könnte ich euch noch zeigen? Ich wollte euch das mit den Feldern noch kurz zeigen. Ich glaube, das waren jetzt Blöcke. Ich bin mir jetzt da aber nicht sicher. Ich versuche das mal für euch kurz herauszufinden. Und dann mache ich mal kurz eine Aufnahmepause. Und dann, wenn ich es gefunden habe, dann geht es gleich weiter. So, dank einer kleinen Hilfe in Teamspeak bei meinen Kollegen, die ich gerade mal gefragt hatte, habe ich das jetzt auch gefunden. Und wir wussten nämlich anfangs alle nicht, wo das ist. Okay, also wir finden das Ganze hier, ich lösche das jetzt nochmal. Hier sehen wir jetzt auch die neuen Editiermöglichkeiten in diesem Hut, sage ich jetzt mal. Die werde ich euch dann gleich noch zeigen. Wir finden also die Acker und die Felder, wenn wir hier gehen unter Gleise,
Objekte Straßen. Und dann haben wir hier, wenn wir am besten Acker eingeben, finden wir den Acker. Wenn wir Feld eingeben, finden wir ja hier für ein Weizenfeld. Und dann, wenn wir, glaube ich, Weizen eingeben, Weizen, dann finden wir hier das Weizenfeld. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt dafür schon extra Kategorien gibt. Hier haben wir die Bahnhöfe, die Zäune, Länder, Tunnel, Mauern und Sonstiges. Wir finden das Ganze also unter Sonstiges. Finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht eine extra Kategorie für erstellt hat. Aber ist ja auch egal. Wir haben das Ganze also in verschiedenen Größen. Ich nehme jetzt einfach mal hier Acker 1 bis 16, Reihe 100 mal 50. Wählen wir das aus. Dann hier einmal ein Ende und zweimal ein Ende. Wir müssen diese Enden hier nicht verwenden. Wir können auch selbst natürlich Splines am Ende ranbauen. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Sondern docken wir das einfach mal an. Ups, jetzt habe ich das Fenster ein bisschen verändert. So, und dann sieht das Ganze im Grunde so aus. Also nicht spektakulär jetzt. Wir können das natürlich dann noch mit Texturen außen, rundum und so weiter einfassen. Wir können jetzt hier unter Rollmaterial gehen. Hier finden wir jetzt unter den Kategorien Straßenverkehr die Landschaftsfahrzeuge. Und wir bräuchten jetzt hier in unserem Fall einen Trecker mit Grubber hinten dran. Den setze ich jetzt einfach mal hier hin. Und dann gehe ich mal in normalen Modus und dann sollte ich den irgendwie zum Laufen bringen. Vielleicht. Genau, also ich kann hier einfach Geschwindigkeit einstellen. Und dann wird das Ganze gegrubbert. Das ist, wie gesagt, auch eine Neuerung aus Plugin 2. Das hatte jetzt ich auch noch nicht. Darum wusste ich jetzt auch nicht, wie ich das Ganze finden soll. So. Ja, hier können die Fahrzeuge dann eigentlich irgendwie wenden. Wie gesagt, ich muss mir das selbst noch ein bisschen genauer anschauen. Ansonsten, ja, ist es eine ganz nette Sache. Und dann hat man auch mal ein paar Felder, wo sich was rührt. Man muss ja nicht, wie gesagt, zwingend diese Enden hier verwenden. Sondern kann ja auch selbst welche bauen. Also hier selbst Splines bauen, wie man das gerne möchte. Ja, also wie man sieht, funktioniert das recht schön. Das gleiche gibt es jetzt mit einem Feld. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Wir gehen also wieder unter die Gleisobjekte Straßen. Können jetzt hier das Feld auswählen. Ich nehme jetzt mal Feld Gerste. Roggen gibt es auch noch. Ist jetzt nicht allzu viel Unterschied, eigentlich nur einen kleinen Farbunterschied. Hier gibt es jetzt auch wieder bestimmte Enden, die sehen ein bisschen anders aus. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und dann baue ich mir die hier ran. So. An beiden Enden. Und ne, das ist jetzt das Falsche hier. Das kann ich nicht nehmen. Das wäre für breitere. Ne. Okay, hier könnte man sogar andere Splines noch einbauen, wie man sieht. Also ganz normal editierbar, ne? So, ich drehe mir das jetzt mal zurecht. Und dock das hier auch an. So. Dann finden wir wieder unseren Drescher und Rollmaterial hier. Hier haben wir jetzt auch verschiedene. Also einmal einen Glas. So. Einen gelben. Und noch einen roten. So, und die können wir ja jetzt mal alle drei mal kurz aus Lust an der Freude anmachen. Vielleicht nicht in diese Richtung, sondern eher in die andere. Die werden sich jetzt natürlich stören, wenn wir hier drei gleichzeitig fahren, aber um es euch zeigen zu können, dass das auch geht, machen wir das einfach mal. So, die drehen die hier jetzt auch selbstständig um. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht. Doch, das funktioniert sogar, weil die in andere Richtungen fahren. Aber die stoßen jetzt hier schon zusammen, oder? Ne, das hat jetzt eigentlich recht schön geklappt. Also man kann es auch so machen. Sieht dann wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Aber ich kann es mir auch mal vorspulen, was dann passiert.
Also wie man sieht, würde das auch funktionieren. Mehr oder weniger, wenn man es richtig einstellt vielleicht. Ja, okay. So, dann haben wir das auch gesehen. Und dann möchte ich euch zum Abschluss noch die neuen Editierfunktionen zeigen. Ich zeige es euch jetzt erstmal anhand eines Gleises. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Gleis raus. So, und zeige euch das Ganze. Wir sehen also hier jetzt, können wir hier wieder ganz normal drehen und skalieren auswählen. Wenn wir jetzt das Gleis so anklicken, sehen wir hier hinten den Hut und hier vorne auch drei Pfeile. Was die bedeuten, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier also einen grünen Pfeil. Hier können wir den Spline nach links, rechts bewegen. Auf dem roten Pfeil können wir die Länge des Gleises verändern. Und auf dem blauen Pfeil die Höhe. Hinten ist es ziemlich genauso. Hier können wir das Ganze drehen. Beim Grün können wir das Ganze jetzt skalieren hier auf dem Punkt. Und beim Roten können wir es jetzt hinten nach rechts bzw. nach links mit einer Gleisüberhöhung verändern. In den Immobilien ist das Ganze ein bisschen anders. Wenn ich mir jetzt hier mal ein Haus raussuche, irgendeins. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So, also ja, eigentlich ziemlich genauso. Wir haben hier wieder blau. Hier können wir es dann skalieren auf dem Punkt. Das geht auch mit dem roten, mit dem grün. Dann haben wir hier rot. Hier können wir das Haus nach links und rechts drehen. Auf dem grün können wir es nach vorne und hinten drehen. Und hier auf dem blauen können wir es wieder so drehen. Also ist sehr schön gemacht, wie ich finde. Mit Swing können wir es dann ja auch wieder anheben, ne, in diesem Fall das Haus nicht mehr, aber wie ich finde, ist das sehr schön gemacht. Wir können hier natürlich auch wieder die Werte alle auf 0 stellen, wie wir das kennen eigentlich. Ich mache das jetzt mal kurz, klicke hier wie ein Verrückter und treffe nicht. So, jetzt ist das Haus vielleicht ein bisschen sehr klein, so wäre es jetzt wieder normal. Also das finde ich sehr gut gemacht und schön und ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für die 11er Version. So, jetzt habe ich euch noch was zu zeigen. Und zwar mache ich aber das auf einer anderen Anlage, dass ihr auch seht, dass andere Anlagen soweit funktionieren. Ich öffne jetzt einfach mal Bamberg 6. Hier habe ich nämlich mal den TEE aufgestellt. Und den zeige ich euch. Und ja, bei mir, die Übernahme der ganzen Modelle hat funktioniert. Auch wenn es ein bisschen umständlich war bei mir, weil er die Übernahme an sich abgebrochen hat, habe ich von mir die, also das sind alle alte Modelle, die hatte ich in 10 auch nicht mehr, die muss ich mal rausnehmen. Und beim ich habe halt den Ressourcenordner Stück für Stück kopiert und alles, was ich brauchte, und dann hat das auch schön funktioniert. Ja, ansonsten funktioniert eigentlich alles, also die Installation und so weiter, braucht man jetzt keine Patches, das Programm läuft soweit stabil, wie man sieht. Ja, hier sehen wir jetzt das auch ein neues Highlight der Version 11, den TEE Trans Europe Express, wie man ihn nennen möchte. Ja, ich bin ja nicht der Fan von so alten Fahrzeugen. Wir können den hier jetzt auch steuern, wie es ausschaut. Also, es ging ja in 10 schon mit manchen Fahrzeugen. Ich finde es jetzt nicht hier wirklich so gelungen. Es ist im Train Simulator 1000-mal besser. Man sitzt halt hier in EP so komisch. Aber naja, okay. So, ich befreie mich jetzt hier wieder. Und sonst sehen wir, das Modell ist detailliert gemacht. Vorne ist in meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich weiß nicht, ob das echt so war. Also ich habe gehört, es soll nicht so gewesen sein. Aber ansonsten, ja, ist ja eigentlich ganz nett geworden. Jetzt hängt es ein bisschen. Ich versuche mal hier reinzukommen, wie man sieht, ist das alles eigentlich ganz schön geworden. Das erinnert auch ein bisschen an den ICE, ne? Ja, an der Stelle würde ich mich dann verabschieden aus der Vorstellung zu Eisenbahn Exe Professional in der Version 11.0. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und habe euch so ein bisschen einen Einblick gegeben in die Version 11.
ob sich der Umstieg von EP 10, wie ich hatte, mit Plugin 1 oder 2 zu EP 11 wirklich lohnt, werdet ihr in meinen Let's Plays erfahren. Ich werde schauen, wie ich mit EP 11 besser arbeiten kann. Und ab Folge 108 dann am Montag sehen wir uns regulär im Let's Play in EP 11. Von dem her bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen bei euch und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und vielleicht am Christkindlmarkt, keine Ahnung, wo ihr seid. Von dem her, tschüssikowski.